Bewegender Augenblick für Terence Hill. Der 83-jährige Filmhaudegen hat nun die deutsche Staatsbürgerschaft, ausgestellt vom deutschen Generalkonsulat in Los Angeles. Für den sympathischen Star gehe damit ein Herzenswunsch in Erfüllung, erzählte er jetzt der Bild-Zeitung, ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe. Obwohl Hill 1939 in Italien geboren wurde, sein Vater ist Italiener, hat der Star ein ganz besonderes Verhältnis zu Deutschland. Denn seine Mutter Hildegard war Deutsche. Als kleiner Junge lebte Hill im sächsischen Lommatzsch, verbrachte dort 2 Jahre Zeit, die der weltbekannte Star heute nicht missen will. Immer wieder kommt Hill nach Sachsen, ist in Dresden gar an einem Eiscafé beteiligt, dem Terence Hill Ice Saloon. Und natürlich spricht der Kinoheld fließend Deutsch. Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Für Hill ist der deutsche Pass viel mehr als nur ein Dokument. Er sagt, es ist auch Bekenntnis zu meinen Wurzeln. Schon länger liebäugelte Hill, der auch den italienischen und US-amerikanischen Pass besitzt, mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Doch erst im letzten Jahr habe er den Antrag auf Einbürgerung gestellt. Kurios. Der Star brauchte ausnahmsweise keine Sprachkenntnisse nachzuweisen. Die nette Beamtin hatte einen Besuch von mir in der Sendung von Markus Lanz gesehen. In dem Talkshow-Auftritt von 2018 verblüffte Hill mit nahezu perfekten Deutschkenntnissen. Doch ein Problem gab es dann doch, wichtige Dokumente fehlten, die Heiratsurkunde meiner Mutter. Die bekamen wir aus Lommatzsch, erzählt der 83-Jährige. Thank you.